Mit dem Espace hat Renault in den 1980er Jahren das Van-Segment quasi miterfunden. Heute sind Vans zwar nicht mehr ganz so beliebt, die sind abgelöst worden durch SUVs und Crossover. Den Espace gibt es aber immer noch. Hier steht er in seiner mittlerweile 6. Generation. Er ist, wie ihr unschwer seht, eben zum SUV geworden. Das Platzangebot, das ist aber nach wie vor fantastisch. Was das Auto sonst noch so kann, abgesehen von viel Platz haben, das gucken wir uns heute einmal bei einem kurzen Walkaround an, ums Auto rum, im Auto drin. Und dann checken wir auch noch, was der beim Fahren so liefert. Und da hat er einen kleinen Partytrick auf Lager. Was das ist, dazu dann später mehr. In diesem Sinne, dranbleiben. Es wird spannend. Optisch hat sich Espace Nummer 6 ziemlich stark von seinen 5 Vorgängern entfernt. Klar, hat natürlich zum einen auch zu tun mit der neuen Fahrzeuggattung, haben wir ja schon gesagt, SUV statt Van, aber eben auch mit dem aktuellen und sehr modernen Renault-Markengesicht. Das bringt immer diese großen C-förmigen LED-Scheinwerfer mit, die sind Serie. Hier haben wir die optionalen LED-Matrix-Vision-Scheinwerfer, also adaptive LED-Scheinwerfer und das große Renault-Logo hier in der Mitte, das neue. Dann haben wir hier diesen großen Kühlergrill. Der hat in diesem Fall noch ein spezifisches Muster hier, ein spezifisches Inlay, weil das nämlich Teil der sportlichen Esprit Alpine-Ausstattung ist, die natürlich so ein bisschen an die Sportmarke von Renault erinnert. Auch Teil davon ist diese Frontschürze, auch hier mit dem gleichen Inlay wie oben und diese großen 20 Zoll Felgen. Der Lack übrigens gris gießt matt, finde ich sehr schick. So, und jetzt möchte ich euch das Auto von hinten zeigen, aber dazu müssen wir es einmal umdrehen wegen der Sonneneinstrahlung. Das machen wir jetzt. Am Heck begegnet uns ein ähnliches Designmerkmal wie vorne, nämlich diese beiden klammerförmigen LED-Rückleuchten. Die hier fast zusammenkommen, also ein fast durchgehendes Leuchtenband. Darunter dann der Espace-Schriftzug mit einem kleinen blauen E. Und das weist schon mal darauf hin, welchen Antrieb wir hier drin haben. Wir haben 2 Tonnen Anhängelast, also ziemlich ordentlich für die Klasse. Gebremst, ungebremst sind es 750 Kilogramm. Apropos Klasse, die Länge 4,72 Meter, das ist groß. Im Konkurrenzumfeld würde ich sagen Durchschnitt, aber das Platzangebot ist richtig, richtig gut. Wir sehen hier, wenn der Kofferraum dann aufgeht, zwischen 581 und 1818 Liter Kofferraumvolumen beim 5-Sitzer. Beim 7-Sitzer, so wie wir ihn hier haben, haben wir zwischen 159 und 1714 Liter Kofferraumvolumen. Das Beste daran ist, dass 5-Sitzer und 7-Sitzer gleich viel kosten. Ich kann mich also entscheiden, ob ich ein bisschen mehr Leute mitnehmen möchte oder ein bisschen mehr Gepäck. Also das Budget sollte hier keine Rolle spielen. Dann können wir die hier ganz einfach hochklappen, einmal hier an diesen Bändern ziehen und dann können wir gucken, wie sich's hier in der dritten Reihe so sitzt. Um in die dritte Reihe einzusteigen, einfach die Sitzbank nach vorne fahren, Lehne nach vorne und dann nach hinten klettern. So, man sieht, es geht. Für Erwachsene ist das aber nicht ganz das Richtige. Also ich bin 1,83 und muss mich hier schon ein bisschen bucklig machen, damit ich hier hinten mitfahren könnte. Aber für Kinder ist es auf jeden Fall bequem hier hinten. Da gibt es genügend Platz. Wir haben auch 2 Becherhalter. Wir haben sogar 2 USB-C-Steckdosen. Also in Sachen Ausstattung kann man nicht meckern. Der richtige Platz für Erwachsene ist aber natürlich entweder in der zweiten oder in der ersten Reihe. Und die zweite, die gucken wir uns jetzt einmal an. So, also ihr seht schon, in der zweiten Reihe ist der Platz für Erwachsene wirklich, wirklich sehr, sehr großzügig. Der vordere Sitz ist auf mich eingestellt. Ich habe massiv viel Platz mit meinen Knien. Auch Kopffreiheit ist richtig gut. Wir können die Sitzbank auch nochmal zweiteilig verschieben, falls hinten noch wer sitzt. Und auch dann habe ich wirklich viel Platz hier. Das ist echt angenehm hier hinten. Dann gibt es auch noch eine Mittelarmlehne. Hier mit Smartphone-Halter, mit 2 Becherhaltern. Dann haben wir genau wie hinten auch nochmal 2 USB-C-Steckdosen. Wir haben hier 2 Lüftungsdüsen. Also man kann es hier hinten wirklich aushalten. Vor allem, weil das Raumgefühl durch dieses riesige Glasdach echt, echt enorm gut ist. Es gibt hier auch kein Rollo, weil Renault das hier speziell beschichtet hat, dass die Sonne hier nicht so stark reinstrahlt, dass es nicht ganz so stark sich erwärmt, die Kabine. Das funktioniert sehr gut. Klar, mit einem Rollo wäre es vielleicht noch ein bisschen besser, aber im Rahmen dieses 2-wöchigen Tests jetzt hier im Sommer hatten wir eigentlich nie das Gefühl, dass wir unbedingt ein Rollo bräuchten. Also es lässt sich hier wirklich aushalten.
Das Cockpit des neuen Espace, das kennt man schon von anderen modernen Renault-Modellen und das ist eine sehr gute Sache, weil wir hier serienmäßig das Infotainment-System namens Open Air Link mit dabei haben. Und das ist echt ein Top-System, muss ich sagen. Das basiert auf Android und wir haben hier serienmäßig Google-Funktionen mit dabei, zum Beispiel den Play Store, zum Beispiel Google Maps, Google Assistant, Sprachassistenten, Google Podcasts und so weiter. Das ist hier alles drin, aber nicht nur deswegen, sondern weil es sich halt echt einfach so simpel und einfach bedienen lässt wie ein Smartphone. Das hat nicht nur damit zu tun, dass der Bildschirm vertikal platziert ist, sondern auch mit dem Aufbau der Menüs. Also das ist alles horizontal. Man muss sich nicht durch zig Untermenüs quälen, sondern hat hier wirklich einfach alles ganz easy zur Hand. Wir haben hier große Kacheln, die sich einfach klicken lassen. Das System ist simpel aufgebaut und es ist halt auch gestochen scharf, der Bildschirm, und super reaktionsschnell. Also wenn wir hier mal in Google Maps Karten drin sind und so hier hin und her wischen, dann sieht man null Verzögerung. Das ist wirklich super reaktionsschnell. Echt ein Top-System. Außerdem haben wir hier unten separat dann noch einmal physische Tasten zur Klimabedienung. Auch das finde ich sehr gut gelöst, dass das nicht alles hier im Infotainment-System mit untergebracht ist. Etwas weniger gut gefallen mir hier die Lenkstockhebel an der Lenksäule. Das wirkt etwas überfrachtet. Also wir haben hier links einmal Lichtbedienung plus Blinker, dann hier oben den Gangwahlhebel, dann weiter unten den Scheibenwischer, dann hier einen Bediensatelliten für Radio und Lautstärke, dann haben wir hier die Schaltpedals, dann haben wir hier am Lenkrad nochmal Tasten. Also es ist alles etwas überfrachtet. Mit der Zeit lernt man das zu bedienen, aber uns ist es mehr als einmal passiert, dass wir statt den Gang einzulegen hier den Scheibenwischer aktiviert haben. Aber mit der Zeit geht's. Was dagegen sehr, sehr gut ist, das ist das serienmäßige Digitalcockpit. Auch das wirklich sehr, sehr hoch aufgelöst, gestochen scharf. Dann können wir uns das auch konfigurieren, so wie wir das gerne hätten. Es gibt hier zum Beispiel eine Ansicht der Fahrassistenten, einmal mit Rundinstrumenten. Dann gibt es eine Ansicht mit der Navikarte, vollflächig Google Maps Navikarte. Dann gibt es eine Ansicht der Fahrassistenten mit etwas reduzierten Kacheln links und rechts und einmal eine etwas noch reduziertere Anzeige, wenn man es nicht ganz so aufgeregt möchte. Außerdem lassen sich die Kacheln hier rechts und links auch so einstellen, je nach Infos, die man gerne hätte. Das alles, wie gesagt, serienmäßig mit dabei. Wir haben jetzt hier noch optional das Head-Up-Display meine ich natürlich, das sich in die Scheibe spiegelt und nicht in eine kleine Plastikscheibe hier vorne dran. Sehr, sehr nett. Und ihr merkt schon, insgesamt ist das Auto hier wirklich gut ausgestattet, aber eben auch schon serienmäßig. Also wir haben immer mit dabei LED-Scheinwerfer, wir haben, wie gesagt, dieses Infotainment-System mit Digital-Cockpit, wir haben eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, wir haben eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, wir haben Verkehrszeichenerkennung, wir haben Spurhalteassistent und so weiter. Also hier ist wirklich immer sehr, sehr viel mit an Bord und auch optional gibt es bis zu 32 Fahrassistenten. Also auch da in Sachen Fahrsicherheit lässt sich Renault wirklich nicht lumpen. Das wird hier jetzt noch ein bisschen sportlicher angehaucht durch die bereits erwähnte Esprit Alpine Ausstattung. Die bringt so Nettigkeiten mit, wie hier zum Beispiel Mikrofaser seitlich auf den Sitzwangen oder auch hier oben auf dem Armaturenbrett in den Türtafeln. Dann gibt es hier blaue Ziernähte, es gibt blaue Akzente hier auf den Sitzgurten, es gibt ein blau eingesticktes Alpine Logo. Also das wirkt hier schon wirklich alles sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und das Ganze gibt es zu wirklich attraktiven Preisen. Und zwar gibt es den Espace schon ab 44.300 Franken. In der Esprit Alpine Ausstattung, so wie er hier steht, gibt es ihn ab 47.100 Franken. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr viel Auto für einen echt fairen Preis. Bevor es jetzt aber ans Fahren geht, müssen wir noch klären, womit der denn überhaupt angetrieben wird. Da ist es recht einfach. Es gibt nämlich nur eine einzige Antriebsoption und zwar einen Vollhybriden, zusammengesetzt aus einem 1,2 Liter Turbo Dreizylinder Benziner und zwei Elektromotoren. Die leisten zusammen 200 PS und 410 Newtonmeter Drehmoment und treiben immer die Vorderräder an. Und wie sich das so fährt, das klären wir jetzt. So, losfahren geht im Espace Hybrid generell immer rein elektrisch
Und überhaupt versucht der Antrieb so häufig elektrisch wie möglich zu fahren. Also funktioniert natürlich gerade in der Stadt sehr, sehr gut und hat auch zur Folge, dass der Verbrauchswert von 4,6 Litern laut WLTP wirklich hervorragend ist. Wir haben im Testverbrauch jetzt 5,9 Liter verbraucht über die letzten zwei Wochen. Hat auch damit zu tun, dass wir einen relativ hohen Autobahnanteil hatten. Aber auch so ist das für ein Auto dieser Größe, dieses Gewichts, wirklich ein sehr, sehr guter Wert, muss man sagen. Zumal, weil der auch recht potent ist. 200 PS und 8,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h klingen jetzt nicht so, so sportlich, aber wenn wir jetzt hier mal auf Sport schalten, dann ist das in der Realität wirklich mehr als potent genug. Wenn wir jetzt hier mal das Gaspedal runterdrücken, dann geht das schon echt gut voran, was halt auch damit zu tun hat, dass einfach der Elektromotor direkt von unten raus schon sein Drehmoment dazu gibt. Und was wirklich schön ist, ist, dass das ein lineares Beschleunigungsgefühl ist. Häufig ist das bei Hybriden und auch Plug-in-Hybriden so, dass vorne ein Reiher auf der Straße steht. Das meinte ich natürlich nicht. Häufig ist es bei Hybriden und Plug-in-Hybriden so, dass das Zusammenspiel aus Getriebe und Elektromotor und Verbrenner so ein bisschen hakelig ist. Teilweise hier ist das jetzt wirklich schön flüssig. Und der Verbrenner, der ist auch recht gut gedämmt. Einzige Einschränkung, wenn er noch kalt ist und dann irgendwie die Batterie laden muss, dann klingt er am Anfang etwas rau. Aber wenn man auf der Autobahn ist und den Motor ausdreht, dann klingt er vor allem halt für einen hochverdichteten kleinen Dreizylinder sogar sportlich. Gar nicht so schlecht. Generell kann der S-Pass aber auch wirklich Komfort. Wir sind jetzt hier auch im Komfort-Fahrmodus, den man hier mit dem Multisense-Knopf einschalten kann. Und da hat das Fahrwerk einen hohen Anteil dran. Also es ist wirklich bequem, es federt wirklich gut, es ist gut gedämpft, schaukelt nicht, aber trotzdem wirklich bequem. Einzige kleine Einschränkung, die großen 20 Zöller in Verbindung mit den Reifen, mit dem relativ niedrigen Querschnitt, die lassen bei groben Querfugen dann doch etwas rumpeln nach innen, aber ansonsten lässt das Fahrwerk eigentlich wirklich alles draußen, was es an Fairnessen des Asphalts so gibt. Das ist wirklich gut, auch gute Geräuschdämmung, also mit dem Auto kann man echt hervorragend Langstrecke fahren, hat auch eine gute Übersicht, eine hohe Sitzposition, Übersicht bis auf nach schräg hinten mit den relativ dicken D-Säulen, aber da hilft ja gerade beim Einparken dann auch das 360-Grad-Kamerasystem, das wir hier an Bord haben. Beim Einparken kommt dann auch endlich der Partytrick des S-Bus zum Zug, den ich euch versprochen habe. Wir sind jetzt wieder auf dem Parkplatz von vorhin und da kann ich euch den sehr gut zeigen. Der S-Bus, der hat nämlich etwas an Bord, was 4Control heißt. Das heißt nicht Allradantrieb, er hat ja Frontantrieb, sondern das bedeutet, dass wir eine Allradlenkung an Bord haben. Die können wir uns sogar konfigurieren. Wir sind jetzt hier auf 4Control, sind jetzt hier im Komfortmodus. Wir schalten mal auf unseren personalisierten Modus und da können wir dann 4Control in 13 Stufen verstellen. Also in 13 Stufen, wie weit die Hinterräder jetzt mit einlenken. Wir schalten das jetzt mal auf die höchste Stufe. Ihr seht den Parkplatz da vorne, der ist wirklich sehr eng und da drehen wir auf der Stelle. Achtung! So, einmal einlenken und sind noch nicht mal links drüben angekommen und können hier schön 360 Grad einmal auf den Parkplatz wenden. Das ist wirklich beeindruckend bei einem Auto mit diesem Radstand, also hin und weg. 10,4 Meter ist der Wendekreis, wenn wir 4Control an Bord haben, im Gegensatz zu weit über 11 Meter, wenn wir die nicht mit an Bord haben, aber ich würde auf jeden Fall das Optionskreuz da setzen in der Liste, weil das ist echt richtig gut. Vor allem, weil das halt nicht nur beim Rangieren hilft, sondern auch, wenn wir mal eine Passstraße fahren oder so, dann lenken die auch mit und bringen halt noch ein bisschen mehr Dynamik ins Ganze. Also das ist echt eine gute Sache. Und damit wären wir dann auch mit diesem Party-Trick am Ende unseres Videos angelangt. Jetzt möchte ich aber noch wissen von euch, wie euch denn der neue S-Bus gefällt. Findet ihr das gut, dass das in eine SUV-Richtung geht statt Van? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, auch wie ihr solche Features wie die Allradlenkung findet. Das würde uns sehr interessieren. In diesem Sinne, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.